Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Wir sind diesmal unterwegs in Schottland und zwar für 7 Tage mit dem Wohnmobil. Diesmal dabei Michi. Cheers, oder wie man in Schottland sagt, Salche. Jonas ist wieder mit am Start. Und da hinten Nico, der da gerade an seiner Kamera rumhantiert. Für 7 Tage werden wir die schottischen Highlands mit dem Wohnmobil erkunden und dabei viele Wandertouren und atemberaubende Sehenswürdigkeiten besuchen. Unser Weg führt uns von Edinburgh vorbei an dem See Loch Lomond zu dem Fischerdörfchen Mellach, von wo aus wir mit der Fähre auf die berühmte Isle of Skye übersetzen werden. Falls ihr wissen wollt, was wir dabei alles erlebt haben, dann seid ihr hier genau richtig. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Unser Weg begann in Frankfurt. Von dort aus sind Jonas, Nico und ich mit der Lufthansa nach Edinburgh geflogen. Dort haben wir auch Michi getroffen. Und nun mussten wir nur noch unser Wohnmobil abholen. So Leute, vom Flughafen in Edinburgh ging es direkt zu den Hartel Services. Sind mit dem Bus gefahren, das Ganze hat ungefähr 30 Minuten gedauert und 6,90 € gekostet. Ja, das Wetter ist so mittelmäßig. Ja, wir haben so ungefähr 14 Grad, es nieselt. Aber wir holen jetzt erstmal unser Wohnmobil ab. Oh yeah! Bitte nicht aufs Video, scheiß Trottel. Zu spät. Und dann konnte es endlich mit dem Roadtrip losgehen. So Leute, wir haben jetzt unser Wohnmobil abgeholt. Haben auch schon die erste Fahrt gemacht bis zum Tesco. Und wir leben noch. Das ist das Wichtigste. Eine Führung durch das Wohnmobil bekommt ihr später noch. Jetzt erstmal ein ganz kurzes Feedback zu der ersten Fahrt. Ja, das erste Mal, dass ich ein Wohnmobil fahre. Dann noch mit dem Lenkrad auf der rechten Seite plus Linksverkehr. Das war jetzt gerade für die ersten 20 Minuten Stress pur. Das ist gar nicht so einfach. Habe auch fast eine Oma tot gefahren nach 10 Metern. Fast. Fast. Aber ja, hat Spaß gemacht. Jetzt geht's erstmal einkaufen. Nachdem wir uns für die ersten Tage eingedeckt hatten, ging es für uns weiter zu dem See Loch Lomond, wo wir nach einem Stellplatz für die Nacht gesucht haben. Wir sind jetzt am Loch Lomond See angekommen, haben uns ein nettes Plätzchen gesucht, wo wir mit dem Wohnmobil frei stehen können. Und das Beste daran ist, wir laufen hier 20 Meter und sind direkt am Wasser und haben sogar noch einen kleinen Strand dabei. Vielleicht morgen früh gehen wir mal eine Runde baden. Schauen wir mal. Und? Prösterchen! Schmeckt! Wir sind hier an einem wunderschönen Fleckchen Erde. Ist mega geil. Wir haben eine super gute Zeit. Entspannte Truppe. Passt! Hier wird natürlich auch jeden Abend fein gekocht. Heute Abend gibt es schön Chili con Carne. Und jetzt sitzen wir noch am See, genießen den Abend noch bei einem kühlen Bier. Der See ist über 30 Kilometer lang und hat eine Tiefe von 190 Metern. Also gar nicht mal so ohne. Moje, wir haben jetzt die erste Nacht hier am Loch Lomond überstanden. War eigentlich für alle, glaube ich, ganz gemütlich. Camper ist ziemlich groß, die Betten sind gemütlich, wir haben ordentliche Decken und ja, jetzt sitzen wir hier, Kaffee. Es regnet ein bisschen, heute Morgen hatten wir aber schon Sonne und gleich gehen wir erstmal baden. Nee, bis du aufhört, ja. Das ist eigentlich super zusammengefasst, Jonas. Ich bin auch sehr fit. Hab schön mit dem Nico da oben genächtigt. Guten Morgen. Eine sehr erholsame Nacht. Ja, wie gesagt, der Camper ist auf jeden Fall riesig. Platz haben wir genug, auch genug Stauraum. Es passt soweit alles. Ich bin sehr zufrieden.
wie Jonas schon gesagt hat, gleich gehen wir erstmal den See dippen. Das ist einfach viel zu kalt gewesen, ohne Witz. 11 Grad, sauwindig, Wassertemperatur von, keine Ahnung, ich würde mal schätzen 5, 6 Grad. Macht keinen Spaß. Dann ging es weiter entlang des Sees, immer in Richtung der Highlands. Die Fahrt war auf den engen Straßen auf jeden Fall eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz wurden wir hinter jeder Kurve mit neuen landschaftlichen und unglaublichen Eindrücken belohnt. In Schottland findet der Spruch, der Weg ist das Ziel, auf jeden Fall seine Berechtigung. Für die Harry Potter Fans unter euch gibt's gleich was ganz Feines. Wir sind jetzt hier gerade am Glenfinnan-Viadukt angekommen. Ja, was die Eisenbahnbrücke ist aus den Harry Potter Filmen, wo der Hogwarts Express drüber fährt. Die Brücke wurde 1901 fertiggestellt. Sie hat eine Länge von insgesamt 380 Metern und ist an der Spitze 30 Meter hoch. Viermal täglich fährt der Jacobite Steam Train über diese Brücke und bildet somit eine direkte Bahnverbindung zwischen Mellag und Fort William. In ein paar Minuten kommt der Zug hier wohl vorbei und es ist leider nicht ganz so idyllisch, wie man sich das hier so vorstellt. Es ist hier ein absoluter Touri-Hotspot, das ist hier absolut überlaufen und ist gleich teilweise echt wie so ein Pilgerpfad. Ja, aber ich denke, es wird sich trotzdem lohnen, weil wir halt die perfekte Uhrzeit erwischt haben und der Zug hier gleich durchrollt. Und ich bin gespannt, ob das auch wirklich der Originalzug ist. Wir werden es sehen. Ihr seht, wir wurden nicht enttäuscht. Der Jacobite-Dampfzug ist der Originalzug aus den Harry Potter-Filmen, der auf seiner Route auch noch weitere landschaftliche Filmkulissen passiert. So, das Spektakel ist vorbei. Ja, wie gesagt, absoluter Touri-Hotspot hier. Ja, aber das trotzdem mal zu sehen, nachdem man die ganzen Harry Potter Filme gesehen hat und mal hier zu sein, ist schon was Besonderes. Ja, und die Aussicht ist natürlich auch überragend mit den ganzen Bergen im Hintergrund. Ist das schon 1A. Wenn ihr mit dem Wohnmobil zum Viadukt fahren wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall noch Parkgebühren zahlen, ungefähr 6,90 €. Und am besten kommt ihr früh genug, damit ihr noch einen guten Platz bekommt, weil die Plätze für die Wohnmobile sind ziemlich knapp und es wird ziemlich eng auf dem Parkplatz. Dankenswerterweise hat der Jonas für mich jetzt erstmal das Fahren übernommen und ich kann Pause machen. Macht einen guten Job der Jonas, der alte Busfahrer. Wir übernachten heute auf einem Campingplatz. Wir sind hier gerade an der Atlantikküste und haben leider keinen freistehenden Platz gefunden. Und hier sind wir jetzt auf jeden Fall gerade an der Küste. Machen wir eine kleine Wanderung hier über den Strand. Und es ist windig wie Sau, aber die Aussicht ist halt einfach überragend. Die waren so süß. Geil, Leute. 20 Grad, kein Wind, wären die perfekten Bedingungen. Aber das gehört halt einfach zu Schottland dazu. Ja, diese raue Stimmung, der Wind. Ja, der kahle Stein. Hier ist schon wieder überall Wasser. Das bedeutet, ich habe gleich wieder nasse Füße. Aber gut, es ist wie es ist, gell? Wir standen eben gerade da vorne drauf auf diesem Plateau. In der Zeit ist die Flut gekommen. Und unser Rückweg ist natürlich jetzt noch komplett geflutet. Wir hätten schwimmen können. Das war der erste Teil unseres Schottland-Roadtrips. Im nächsten Video setzen wir endlich auf die Isle of Skye über.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr die weiteren Teile nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal.